Seid gegrüßt, ich und Marco vom Brotfunk-Podcast reagieren heute auf die neueste Folge von Die Anstalt. Wir haben sie beide noch nicht gesehen oder hast du sie dir schon angeguckt? Nein, nein, ich bin da spoilerfrei. Super. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was da passiert. Erstmal, Marco, wer bist du und was machst du? Wer bin ich? Ich bin mittlerweile ein Podcaster, der sogar zum Livestreamer geworden ist. Das heißt also, eigentlich habe ich einen Podcast, den Brotfunk. Und jetzt gibt's ab und zu auch noch, also einmal die Woche oder auch zweimal die Woche, je nachdem, einen Livestream auf Twitch, wo wir dann ja über alle möglichen Sachen reden, eben aus dem ja, politischen Umfeld, über Themen, die uns bewegen und so weiter. Und ich hoffe natürlich, dass auch Mitglieder der Community an dem Stream teilnehmen. Das heißt, entweder einfach ein Gespräch mit uns suchen oder vielleicht sogar selber eine Art Sendung, also unter dem Namen vom Brotfunk, veranstalten. Ja, das heißt, ihr seid für neue, ja, für neue Streamer quasi immer offen. Genau, also Leute, die sagen, okay, ich will jetzt noch nicht voll durchstarten mit eigenem Namen etc., sondern einfach, ich habe ein Thema, über das möchte ich reden und dann möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, sozusagen das Ganze wie einen demokratisch geführten Fernsehsender zu betreiben. Also Ihre eigenen Sendungen und Formate unter unserem Dach zu veranstalten. Das heißt, wenn sich irgendein Zuschauer von euch mal richtig über ein Video aufregt und sagt, darauf will ich jetzt unbedingt eine Reaktion machen, ich habe aber keinen Bock jetzt dafür extra einen eigenen Kanal aufzumachen, dann kann er sich bei euch melden und ihr sagt dann, ob das was für euch wäre beispielsweise. Genau, man sagt, hey, ich möchte über das Video reacten, klar, kann er das machen. Also so. Das Einzige, was ist nur die Zeit, da muss man sich absprechen, aber ansonsten... So, dann noch eine Frage. Ladet ihr eure Streams auch bald auf YouTube hoch oder bleiben die nur auf Twitch? Aktuell sind die nur auf Twitch, weil ich zu faul bin, sie jedes Mal aufzunehmen. Die VODs sind aber freigeschaltet, also da ist nichts gesperrt. Man kann sie runterladen auf Twitch. Okay. Bin ich noch am Überlegen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, also ob es Interesse gibt, die dann auf YouTube anzuschauen. Ich würde sagen, die Wenn das Interesse da ist, dann würde ich es machen. Ihr habt ja eh einen Podcast-Kanal, dann die normalen Podcast-Folgen dann nur für Spotify und die Highlights aus den Twitch-Streams, würde ich dann sagen, für ja die dann auch noch auf YouTube. Wenn es Highlights gibt, ja. Ne, ich meine, es gibt ja viele Kanäle, die haben Podcasts auf ihrem Kanal und die sind dann nur für Spotify und für YouTube. Und dann haben sie so andere Formate, die sind dann nur auf YouTube, die sind dann nicht auf Spotify. Weil Spotify ja wirklich nur eine Podcast-Plattform ist. Ja, ist halt die Frage, ob sich das lohnt, der ganze Aufwand und so. Weil aktuell ist halt der Livestream eigentlich noch da, einfach um den Podcast zu pushen, ja, um mehr Leute für den Podcast zu begeistern, beziehungsweise mehr Abonnenten zu erlangen. Aber wenn natürlich irgendwann, also wenn der Livestream irgendwann mal beliebter ist als der Podcast, dann habe ich natürlich ein kleines Problem, weil Recherche ist dann anstrengender. Ja, so, dann würde ich sagen, fangen wir auch an. Alles klar. Leute, bitte, bisschen Ruhe, danke. Schreibt mir bitte auch mal in den Chat, ob die Lautstärken so zueinander passen, wie wir das hier jetzt machen. Ich schreibe gerade in einem Chat, zeitgleich mit Erwin live gehen. Ganz schlechte Idee, aber ihr produziert vermutlich eher für YouTube. Ja, das hier kommt auf jeden Fall auf YouTube, sobald YouTube die Prüfung abgeschlossen hat. Das ist immer das Blöde bei ZDF-Inhalten. Das ZDF hat da so einen rigorosen automatischen Upload-Filter drin. Deswegen kann man auf sowas hier auch gar nicht auf YouTube reagieren. Das ist einer der Gründe, warum ich jetzt auf Twitch gegangen bin. Also das YouTube muss das erst eine Woche lang prüfen, bevor man das da hochladen kann. Bitte, es geht hier schließlich um die Zukunft unseres beliebten Gasthofs zum Güldenen Bären in Unterunshausen. Der steht ja jetzt schon seit einigen Monaten leer und ich weiß jetzt auch nicht, was dagegen spricht, ein paar Geflüchtete da.
Ich schon! Ich schon! Die Geflüchteten! Bravo, genau. Also ich denke, keiner von uns ist pauschal gegen Flüchtlinge. Ich persönlich finde ja, der kratzige Bär, der wäre ideal für Ukrainer. Die sollen ja sehr sauber sein. Ja, ja. Genau. Danke, Renate. Ja. Aber ich habe mich auch bemüht. Aber die Ukrainer sind alle. Ach, schade. Also sind alle an andere Kommunen vergeben. Und deswegen werden jetzt dann bald 44 Menschen aus Syrien oder dürfen, Afghanistan. Oder dürfen nicht ausreisen bzw. flüchten. Ich meine, Männer im wehrfähigen Alter, die werden ja an der Grenze eingefangen und dann an den Front geschickt. Ja, wer bösartig ist, könnte gar ein Interesse verorten, dass man vor allen Dingen an jüngeren Frauen interessiert ist, die flüchten. Nee, die Ukraine braucht die wehrfähigen Männer, um halt diesen Krieg weiterführen zu können. Ja, diesen Krieg, ja. Fremde in der eigenen Stadt, das ist doch was dabei rauskommt, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Jedes Mal, wenn man hier auf Pause schaltet, geht die Lautstärke wieder hoch. Also wer hat sich das... Der Media Player. Was ist, was? Media Player hast du gesagt? Ja, also der Media Player, den die dort verwenden. Ich kann das jetzt in einem anderen Dings öffnen. So. Also das ist ja echt... Nicht hier los. Das ist ja echt nicht angenehm. Also wenn das die ganze Zeit so ist, muss man doch auf was anderes reagieren. Also Rüdiger, wir sind 6.000. Ja. Ist das nicht in der Mediathek 44. auch? Wir sind also mehr. Ja. Ja. Sie kennen mich als besonnenen Zeitgenossen. Und als solcher gebe ich zu bedenken, dass die afghanische Population dazu neigt, sich explosionsartig zu vermehren. Ja. Also laut einer Studie 9 Babys auf einmal. Herbert, bei dem Post, glaube ich, ging es um afghanische Windhunde. Hunde, ja. Ach ja, Hunde mag ich. Ja. Ich denke, keiner von uns ist pauschal gegen Afghanen. Aber müssen es denn unbedingt Menschen sein? Warum machen wir den ranzigen Bär nicht zu einem Tierheim für afghanische Windhunde? Ja, unter uns hausen für Hunde in Not. Das ist aber eine gute, Idee. Rüdiger, Leute, der Besitzer des Gasthofes hat ganz klar gemacht, dass er Geflüchteten eine Herberge bieten will. Der möchte nur eins, der möchte mit Zimmern Geld verdienen. So, und das nennt sich dann Hotelier. Also ein leidenschaftlicher Hotelier oder ein Gastgeber, das sieht für mich anders aus, wenn man mich fragt. Darf ich an der Stelle einhaken? Sind wir uns überhaupt sicher, ob unser idyllisches Unter-uns-Hausen die richtige Umgebung ist? Da schreibt gerade Carsten, für diese Art von Das ist jetzt ein bisschen blöd für euch, das... Wir jetzt umschalten, na, dann gehen wir auf die ZDF-Mediathek, das stimmt. Ich hatte völlig, also in dem Archiv, da sind jedenfalls laut Carsten Zefern, der mir das hier geschickt hat, sind in diesem Archiv, was ich da gerade offen hatte, alle Anstaltfolgen verfügbar. Das heißt, wenn wir auf eine von 2017 oder so reagieren wollten, dann wäre das nur dort gegangen. Aber das geht ja für eine Reaktion so nicht. Dann hätte ich das wahrscheinlich vorher auf einen Laptop runterladen müssen, wenn das möglich ist. Also das ist ja auch eine Frechheit, dass die öffentlich-rechtlichen ihre Sendung nicht, dass die nicht länger oben behalten. Ich glaube, das machen die aus rechtlichen Gründen, oder? Ja, oder dass man das eben nicht so nachschauen kann. Du meinst, dass man die Sendung von 2014 nicht nachvollziehen kann? Zum Beispiel? Ja, das kann auch sein. Das ZDF strikt ja auch Kritik und alles. Was heißt, es strikt jede Art von Reaktion richtig, richtig heftig weg. Also das ist ja auch schon besonders. So. Gut, ich würde sagen, starten wir einfach. Ich hoffe, das passt jetzt auch mit dem Ton. Die kommen doch aus zerbombten Städten und hier ist es schön, ja, auch mit der Natur. Genau, und da wohnen die alle marodierenden Bären und dann bleiben doch die Touristen weg. Ja, aber das Hotel steht ja jetzt leer, weil keine Touristen kommen. Ja, aber dann kommen doch erst recht keine mehr. Ja, und zudem, ich meine, kennen denn diese Menschen unsere Probleme mit der Infrastruktur? Wir haben doch nicht mal mehr einen Bäcker. Die Leute sind zu Fuß aus Afghanistan hierher geflüchtet. Also es gibt Grund zu der Annahme, dass sie es auch bis zum Backshop in Oberunshausen schaffen. Ja, aber vielleicht sind die ja nicht nur geflüchtet, sondern auch handwerklich begabt, oder? So als Bäcker oder so? Ja, soll das bedeuten, wenn ich jetzt noch Bäcker werden wollen würde und dann ist der Job gleich weg, oder was? Aber du bist doch Zahnarzt, Herbert. Ja,
Aber bitte, Bürgermeister, wir wissen doch gar nicht, was da kommt. Ja, das können ja 43 gute sein und ein schlechter. Ja, Renate, wir haben jetzt bei uns gemeldet, 23 schwangere Frauen. Da wissen wir ja auch nicht, was daraus. Was willst du damit jetzt sagen? Ne? Das war nur ein Beispiel. Ja, also versteht mich nicht falsch. Ja. Ich habe grundsätzlich nichts, wenn Geflüchtete in unserem Hotel unterkommen. Oh, ja, aber wenn die, jetzt mal Hand aufs Herz, wenn die wochenlang in einem Zimmer sind, ja, da belegt doch eine Studie, dass die irgendwann einmal rauskommen zum Marktplatz. Ja, und dann sitzen die alle auf dem Marktplatz vom Eiscafé Venezia und der Giacomo, der hat keine Pistazien mehr, weil 44 Flüchtlinge die weggeschlabbert haben, so sieht's aus. Also gut, Rüdiger, ich rede... Also was wollen Sie uns jetzt mit dem Sketch sagen? Die Deutschen sind so furchtbar fremdenfeindlich? Ja, sie haben... Also sie versuchen da die verschiedenen Stimmen, die es gibt, also in diesem Diskurs, in der Debatte, versucht man das überzeichnet, die verschiedenen Meinungen und Standpunkte, ja, die verstehe, von Leuten vertreten werden. Ja, ich verstehe, dass das überzeichnet sein soll, ja. Aber ist das wirklich überzeichnet? Das ist ja einfach nur ein bisschen absurd. Ja, ich glaube, das Problem ist halt, man lacht über diese Leute und die werden ja dadurch eigentlich, also die Positionen, die sie vertreten, werden durch die Überzeichnung halt, man nimmt denen damit die Legitimation. Man sagt, ja, schau mal, über was die sich aufregen, haha. Aber das ist ja eigentlich nicht demokratisch, weil man eben sagt, ja, schau, die haben alle nur so dämliche Gründe, weshalb sie dagegen sind. Anstatt sich damit zu befassen, warum die Leute so denken. Mhm. Ja. Rede mit dem Giacomo wegen dem Pistazieneis. Ja? Was ist mit Stracciatella? Ja. Also gut, auch wegen Stracciatella. Darf ich fragen, ob Sie das Schlumpfeis absichtlich nicht erwähnt haben? Wir werden für jede Sorte eine Lösung finden. Das ist ja das Problem. Ihr wollt also keine Lösung? Ich glaube, ich spreche im Namen aller, wenn ich sage, das war der vernünftigste Vorschlag. Ja. Mein Gott. Also gut, dann kümmere ich mich jetzt um keine Lösung, ja? Geht doch. Ja. Was sagst du, wer ist das? Ich sag Jesus. Ja, das wird der Lösungs-Jesus sein oder, keine Ahnung, dritter Weg, Wagenknecht, irgendwas, das da einen Ausgleich zwischen den Positionen schaffen soll. Aber grundsätzlich, man hat wieder das Ding, du hast verschiedene Positionen und du hast diese Frustration. Also Demokratie ist schon anstrengend, oder? Wenn sich da die Leute nicht einig sind und jeder eigene Interessen irgendwie nachgeht, das ist schon anstrengend. Ja, aber auf welche Lösung willst du da hinaus, wenn du das so machst? Ich bin wieder da. Ach Gottchen, ja, die Bürgerversammlung ist jetzt zu Ende. Gerade eben hätte ich dich brauchen können. Ich bin immer und überall. Also Donner, Jupiter? Okay. Oder um es zu unterstreichen. Ja, wir sind immer noch beim Raten, wer das ist. Ja. Aber jetzt habe ich Ewigkeiten nach dem Parkplatz gesucht, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Hast du denn den Elenden, wie ich dir aufgetragen habe, eine Herberge gesucht und gefunden, so wie es die Nächstenliebe dir aufträgt? Das habe ich gerne. Da kommt der Feine her. Ja, doch, Jesus. Aus seinem Elfenbeinturm hereingeschwebt, nicht wahr, faselt von Nächstenliebe. Und wer soll das ausbaden? Die Kommune. Herr Gott, was ist denn los? Was los ist? Das da ist los. Oh, ist das neue iPhone schon draußen? Ist ja himmlisch. Mein Akku hat's nämlich wieder zerlegt. Ach Gottchen, auch noch ein Apple-Jünger. Ja. Das ist die Schlange vor dem Ausländeramt. Ach, herrje. Ja, dann so lasset sie doch rein. Wie lasset sie? Wir sind überlastet. Im Sommer haben die Leute in Stuttgart vor der Ausländerbehörde nachts kampiert. Das ist Bürokratie. Versuch du doch mal, dich als Neuankömmling erst registrieren zu lassen. Ich habe das Meer geteilt. Ich werde mich auch in einer Schlange anstellen können. Okay, so. Schon mal die falsche Seite der Schlange, erstmal Nummer. Das wurde mehr war Moses. Ja, wusste oder? Ich. Das war Moses. Okay, der das Meer geteilt hat. Das war nicht Jesus. So, also, was ist das jetzt hier? So, Nummer gezogen: 234. Oh, Kinder, bei aller Liebe, aber ich habe nicht ewig Zeit. Hey, Sie waren hinter mir, hinten anstellen. Ja, ich bin der Anfang. Und das Ende, okay, alles gleich. Dann nochmal. Ist das hier immer so? Ja, kein Wunder, die machen hier alles analog. Ja. Da wenigstens arbeiten wir nicht mehr mit Steintafeln. Das waren Festplatten.
Wir sind digitalisiert. Sie können uns auch alle jederzeit eine Mail schreiben. Mhm, und Sie bekommen auch alle jederzeit keine Antwort. Naja, wir sind eben überlastet. Bei der Ausländerbehörde in Frankfurt zum Beispiel, da lungern noch 15.000 unbeantwortete Mails rum. Tja, kann ich ja gleich beten. Ist wahrscheinlich effektiver. Ah ja, bei mir liegen noch 15.000 unbeantwortete Gebete rum vom letzten Pokalspiel in Saarbrücken. Ja, wir sind digitalisiert und Sie können uns auch jederzeit anrufen. Da geht aber keiner ran. Da kommt immer die automatische Weiterleitung. Ja, automatisch. Da sind wir mal digitalisiert, dann ist es auch nicht recht. Hören Sie, wenn ich bis morgen nicht von Ihrem Amt meine Aufenthaltspapiere kriege, dann ist alles weg. Hier Arbeit, Wohnung, Versicherung. Naja, vielleicht sind Ihre Ansprüche auch ein bisschen hoch. Ja, das stimmt. Vielleicht erwarte ich einfach zu viel. Hier wohnen und essen und arbeiten. Was habe ich schon zu bieten? Ein IT-Diplom. Was? Moment, ein IT-Diplom? Aber solche Leute könnten wir doch da drinnen ganz gut... Das ist halt das Problem, man sieht den Leuten nicht an, ob sie Fachkräfte sind oder nur... Verstehe ich das jetzt richtig? Hier draußen stehen Leute, die könnten drinnen arbeiten. Drinnen arbeiten aber zu wenig Leute, um den Leuten draußen Papiere zu geben, damit die drinnen arbeiten könnten. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Aber ein Verwaltungsproblem und das werden wir jetzt lösen. Ja klar, lassen Sie mich durch, ich bin Mann und weiß. Und ich habe die Nummer 3, ein Wunder. Schon wieder diese Identitätspolitik hier noch mit reingebracht. Naja, aber... Ist er ihnen vergönnt. Nee, ich habe Freitag schon mal auf eine Folge von Die Anstalt reagiert und da hatten sie die ganze Zeit dieses, diese woke Identitätspolitik. Alle Weißen sind strukturell rassistisch. Rassismus gegen Weiße kann es überhaupt nicht geben. Und das sieht man daran, dass einige Straßennamen hier in Deutschland noch nach alten Kolonialverbrechern benannt sind. Also ungefähr so und das eine ganze Sendung lang. Oh je, okay. Betrug! Wieso? Sie? Also ab 2020 habe ich das Gefühl, geht das so bergab. Ich weiß nicht, ob du guckst die Anstalt wahrscheinlich nicht häufiger, oder? Nein, nur wenn Erwin drauf reagiert. Wir haben die Nummer. Das ist schon eine Weile her. Oh, dann ist es ja doch kein Betrug. Ja, sorry, die Letzten werden die Ersten sein. So, wie funktioniert das jetzt hier? Also bevor Sie da reingebaut sind, aber ein Schreiben vom Amt. Ein Schreiben vom Amt. Entschuldigen Sie ganz kurz, wenn ich dürfte. Geben ist seliger denn nehmen, nicht? So, und jetzt schauen wir mal. Oh, ein Wunder. Ein Wunder! Halleluja! So, also. Ich bin's, die Wahrheit, die Liebe und... Die 3. Hallo? Hallo? Wir sind voll. Wir können nicht die ganze Welt retten. Sie müssen meine Mitarbeiter schon entschuldigen. Schauen Sie, dieses Jahr kamen schon über 300.000 Geflüchtete. Das sind einfach zu viel. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland 10 Millionen aufgenommen. Na gut, da waren wir auch zerbombt und geteilt. Verstehe. Je größer und reicher, desto weniger Platz für Geflüchtete. Es ist ja nicht gegen Sie persönlich. Es ist einfach der ganze... Das stimmt sogar. Die aus Ostpreußen. Ach so, okay, die Vertriebenen sozusagen. Ja. Schriftverkehr, den Sie verursachen. Ich? Sie machen doch diesen Schriftverkehr mit diesen Briefen hier. Was soll das überhaupt sein? Deutsch. Ja, das wüsste ich aber. Sehen Sie, ich habe meinen Google Translator habe ich gefüttert mit Deutsch, bürokratisch, bürokratisch, Deutsch. So, schauen wir mal. Er sagt mir, Ihr Luftkissenfahrzeug ist voller Aale. Und ich habe gar kein Luftkissenfahrzeug. Verdammt, schon wieder. Aber da steht doch eindeutig, Sie sollen Ihre Fiktionsbescheinigung abholen. Wollen Sie sagen, dass ich ein Fantasieprodukt bin? Was ist denn eine Fiktionsbescheinigung? Na, das ist doch selbsterklärend. Gut, dann können Sie es ja jetzt selbst erklären. Na, natürlich, das ist ja überhaupt kein, Mit einer Fiktionsbescheinigung bescheinigen wir Ihnen fiktiv eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung, solange bis der Aufenthalt von uns endgültig genehmigt ist. Besser hätte ich es nicht. Die stehen hier stundenlang in der Schlange. Warum gibt ihr nicht gleich eine anständige Aufenthaltsbescheinigung? Na, damit sie nicht so lange in der Schlange stehen müssen. Was? Na, also für eine offizielle Aufenthaltsbescheinigung, ja? Da müssen wir erst sie registrieren, und zwar beim Ausländerzentralregister. Nicht, dass es mehrere von ihnen gibt. Es gibt nur einen. Und das sollen wir ihnen einfach so glauben. Ja, außerdem, das behaupten alle. Haben Sie irgendwie einen Ausweis, irgendwas mit einem Bild von Ihnen? Also, da habe ich jetzt gerade leider... wenn Sie vielleicht in der Sixtinischen Kapelle Ihren Blick gen Deckel richten. Ah, da wollte ich ja rein, als ich in Urlaub war. Da war mir die Schlange zu lang. Immer. Ja, dann bräuchten wir Ihre Fingerabdrücke. Sie meinen so? Ja, also nicht jetzt für die PIC, da müssen Sie einen Extratermin beantragen. Was für eine PIC? Ja, PIC ist Personalisierungsinfrastrukturkomponente. Wir müssen Ihre Fingerabdrücke mit dem BKA abgleichen. Müssen ja wissen, ob nicht irgendwas gegen Sie vorliegt.
Ja, aber das mit der Bürokratie, was ihr kritisieren, das stimmt schon, das ist in Deutschland furchtbar. Also. Ja, das ist die ganze Pointe, sozusagen. Leute wollen reinkommen und dann dauert es ewig und ist unglaublich kompliziert, die zu erfassen und so weiter und bis sie dann mal Arbeit haben und so weiter. Und alles sind deren Ressourcen aufgebraucht. Ja, also das ist worauf es hinausläuft. Also das ist ja schon, brauchst ja gar nicht erst Ausländer sein, das ist ja so schon, wenn du vom Amt irgendwas willst, dass das dann so ultra kompliziert ist. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du dann aus einem anderen Land kommst und dann noch zig andere Dokumente brauchst, um hier dich legal aufhalten zu können, dass das natürlich noch viel schwieriger ist. Mhm. Ja, aber ja, Verwaltung muss ja schlanker werden. Ja, wir müssen ja sparen. Vor allem hat der Staat alle unsere Daten und dann will trotzdem nochmal jede einzelne Behörde, nochmal jede Bescheinigung. Also, ja. Schreibt gerade einer im Chat, ich warte bereits seit 3 Monaten, dass das Zeugnis meiner Mutter anerkannt wird. Ja, das ist normal bei staatlichen Behörden. Das ist egal welche Behörde. Du kannst auch zur Rentenversicherung gehen. Das ist da genauso. Das ist überall so. Also, das ist Bürokratie in Deutschland. Ja, helfen eigentlich nur 2 Sachen. Erstmal, dass man die Verfahren vereinfacht und zweitens, dass man mehr Personal einstellt. Und mehr Personal einstellen, da weigert man sich, das kostet nämlich Geld. Vereinigung. Machen wir ein Beispiel. Und wann bekomme ich jetzt meine offizielle Aufenthaltsbescheinigung? Termin bei der PIC gibt es in frühestens 8 Wochen. Und dann bekomme ich meine offizielle Aufenthaltsbescheinigung. Nein, dann bekommen Sie einen Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars. Aus! Nicht Reinhard May! Verzeihung! Wir hatten das doch besprochen. Sie bekommen einen Termin zur Abholung. Okay, weil Sie mir das alles nicht zuschicken können, ja? Wie wollen Sie denn sonst in der Schlange stehen? Okay, oh mein, wenn das schneller geht, dann nehme ich jetzt diese vorläufige Fiktionsbescheinigung. Eine gute Wahl, finde ich. Ja, gilt aber nur für ein paar Monate, gell? Was? Dann geht der ganze Bums von vorn los? Dann stehe ich einen Monat schon wieder in dieser Schlange. Ja, schön wär's. Ich meine, jetzt müssen Sie sich erstmal wieder anstellen, weil wir Ihnen ja jetzt gar keine Fiktionsbescheinigung aushändigen. Aber ich bin doch wegen der Fiktionsbescheinigung jetzt hier. Ja, aber da hätten Sie letzte Woche schon da sein müssen. Steht hier. Aber ich habe den Brief doch erst heute bekommen. Weil wir überlastet sind. Wegen Ihnen! Na, mehr teilen war einfacher, was? Kein Wunder. Ja, okay, aber jetzt haben sie sich hier schon 13 Minuten über die überlastete Bürokratie hier aufgeregt. Also, was soll da jetzt die Pointe sein? Mehr Personal einstellen. Gut, machen Sie jemals konkrete, also wurde in der Anstalt jemals konkret eine politische Maßnahme genannt? Weil eigentlich, so wie sie zeigen halt die Probleme auf, aber wirklich sagen, da müsste man das und das machen? Oder ja, okay, hier ist das relativ evident. Also hier sagen sie ja nicht, die Ausländer sind schuld, sondern dass zu wenig Personal da ist. Das sieht man hier ja mehr oder weniger am Sketch. Das sagen die ganze Zeit, dass Bürokratie so irsinnig ist. Okay, einer Punkt, der andere, dass zu wenig Personal da ist. Wenn mehr Personal da wäre, dann könnten sie das ja relativ schnell bearbeiten, alles. Kein Wunder, dass ihr überlastet seid. Bei der Energie, die er investiert, um nicht zuständig zu sein. Einer weniger. Da sage noch einer, die deutsche Bürokratie arbeite nicht effektiv. Schön gesagt. Nummer 4, bitte. Hallo, ich bin aus Odessa und ich komme wegen der Sozialhilfe. Hier steht, die soll mir gekürzt werden. Aber Sie sind IT-Fachkraft? Mhm. Gratuliere. Ja, mein Diplom wird hier nicht anerkannt. Dann sind Sie hier falsch. Aber meine Leistung, die bekomme ich doch vom Sozialamt. Arbeitsfähige Ukrainerinnen beziehen ihre Sozialhilfe nicht mehr von uns. Das Geld kommt jetzt vom Jobcenter. Ah, und warum kommt es dann nicht? Ja, wir sind hier bei der Arbeit und nicht auf der Flucht. Von uns kommt nichts, weil von Ihnen nichts gekommen ist. Ja, dann komme ich jetzt zu Ihnen. Haben Sie einen Termin? Ja, bei ihm. Ja, aber nicht bei mir. Dafür bin ich nicht zuständig. Ja, Sie hätten den Antrag auf Sozialleistungen noch mal neu beim Jobcenter stellen müssen. Aber Sie gehören doch beide zum Landratsamt. Wir sind zwei völlig verschiedene Rechtskreise. Oh, ich frage ja nur wegen der Kinder. Ah, Sie haben Kinder. Gratuliere. Ja, da muss ich Ihnen Ihre Leistungen kürzen. Warum denn? Sie bekommen Kindergeld. Dafür sind wir nicht zuständig. Das übernehmen jetzt wir von der Familienkasse. Ja, okay, das wusste ich nicht.
Ah, sie hat unseren Brief abwarten müssen. Der kommt in 8 Wochen, da steht alles drin. Wie in 8 Wochen? Was mache ich denn bis dahin? Also Sie müssen schon entschuldigen, aber hungrige Kinder machen einen dann doch nervös. Sie müssen schon entschuldigen, aber die Familienkasse kann das Kindergeld erst auszahlen, wenn dafür alle notwendigen Informationen vorliegen. Ja, aber die habe ich doch Ihrem Kollegen gegeben, hier. Aber nicht mir. Aber Sie gehören doch beide zur Agentur für Arbeit. Wir sind zwei völlig verschiedene Rechtskreise. Okay, also nochmal von vorne. Ich habe Kinder mit meinem Mann. Der ist in Odessa. Da ist Krieg. Ah, Sie leben getrennt. Gratuliere. Ja, da muss ich Ihre Leistungen kürzen. Was, warum denn? Ja. Für Unterhaltszahlungen sind wir nicht mehr zuständig. Das übernimmt der Vater. Der Vater? Ich weiß doch überhaupt nicht, ob mein Mann überhaupt noch lebt. Ja, das wäre für uns als Jugendamt aber sehr gut zu wissen. Wissen Sie, sonst müssen wir den Unterhalt eintreiben. Wie, an der Front? Ja, wissen Sie, wir zahlen Unterhaltsvorschuss nur dann, wenn Sie uns glaubhaft versichern können, dass Ihr Mann tot ist. Ich habe von meinem Mann schon ein halbes Jahr nichts mehr gehört. Ja, das ist ja prima. Dann sieht's doch gut aus. Da brauchen Sie nur noch einen neuen Termin. Apropos Termin. Machen Sie bitte einen Termin beim Jobcenter. Wir haben nämlich einen neuen Job für Sie. Oh, Sie haben was für meine Qualifikation? Ja. Was können Sie noch mal genau? Ich bin IT-Spezialistin und habe Kenntnisse in den Programmiersprachen Python. Perfekt. Wir haben eine Stelle für Sie als Putzhilfe. Täglich von 8 bis 14 Uhr im ehemaligen Hotel zum marodierenden Bären. Okay, da habe ich zwar Integrationskurs, aber dann sage ich den ab. Vorsicht! Ohne Integrationskurs verlieren Sie leider Ihre Aufenthaltsbestätigung. Bescheinigung. Dann mache ich den Integrationskurs natürlich. Aber das ist während Ihrer Arbeitszeit. Ja, dann mache ich den Kurs nach der Arbeit. Ja, aber da ist kein Integrationskurs. Dann sage ich den Job ab? Sehr gut! Wir haben nämlich einen anderen Job für Sie, täglich von 8 bis 17 Uhr. Machen Sie bitte dafür einen Termin beim Jobcenter. Aber Sie wissen doch, dass ich da Integrationskurs habe. Dafür komme ich doch nicht noch mal extra zu Ihnen ins Jobcenter. Ja, dann muss ich Ihnen die Leistung kürzen. Warum denn? Wegen mangelnder Mitarbeit. Machen Sie bitte einen Termin. Bis wann? Bis gestern. Okay, ich versuch's. Okay, deutlich, aber... Die zwei waren tatsächlich schon mal da. Also, weil es gerade einer im Chat geschrieben hat. Die zwei waren schon mal da, die kenne ich tatsächlich. So? In der Folge über Waffenlieferung, glaube ich. Sowas. Und sowas darf ich immer. Die Basierten hat man schon aussortiert, schreibt gerade einer im Chat. Ja, absolut. Also Lisa Fitz war hier schon seit Ewigkeit nicht mehr, Sadas Munchu auch nicht. Also man könnte fast meinen, dass alle, die sich mal ein bisschen kritisch geäußert haben, nicht mehr eingeladen werden. Die Idee könnte Willst man schon. Bist du da fast hinaus? Nein, nein. Nein. Immer noch christliches Abendland nennen. Paula! Jo. So, jetzt reicht's. Wir fordern unsere christlichen Markenrechte zurück. Okay, dann heißt der Christbaum nur noch Baum, ja. Die Christdemokraten nur noch Demokrat, ja. Und Christian Lindner nur noch Jan? Das ist mir egal. Aber mit den Christdemokraten will ich persönlich sprechen. Holen Sie mir mal den Chef hoch. Ja, Sie wissen schon, wie viel Uhr es gerade da unten ist. Es ist an der Zeit. Bitte? Kommt sofort! Im Chat beschwert sich gerade irgendwer, dass das Video lecken würde. Also ich habe das hier nebenbei laufen und hier leckt es nicht. Also ich kann die Qualität... Auf die besseres Internet. Ah, ich kann auch die Geschwindigkeit mal ein bisschen runterstellen. Vielleicht liegt es auch daran. Und wo bin ich jetzt hier bitte? Paula, der erkennt seinen eigenen Schöpfer nicht mehr. Soll das heißen, ich bin tot? Aber ich stand doch erst am Anfang meiner politischen Karriere. Ja, die ist tot, Friedrich. Aber mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden. Gott braucht meinen Rat, das überrascht mich nicht. Wegen eurer Vorschläge zur Migrationspolitik habe ich mich entschlossen, dass ihr das C im Namen nicht mehr tragen dürft. Dann heiße ich ab sofort Friedrich? Ja. Nein, im Parteien habt ihr... Es heißt, du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst. Und nicht, du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst, es sei denn, du hast das Gefühl, dass die Kommunen überlastet sind. Ja, das liegt daran, dass sie das Konzept der Nächstenliebe nicht zu Ende gedacht haben, nicht wahr? Denn nach dem Nächsten kommt ja der Nächste und dann der Nächste und das ist ja dann der Übernächste und für den gilt das ja gar nicht mehr. Vor allem dann nicht, wenn er unsere Kommunen überlastet.
Warum schaut ihr immer nur auf die Kommunen, wo es nicht läuft? Schaut doch mal die Kommunen an, wo es läuft. Hier, Rüsselsheim oder Hebertshausen, diese oberbayerische Gemeinde, die fünfmal so viel Geflüchtete aufnimmt wie geplant. Sie bringt sie sogar in Arbeit. Hier, hier, beim Bauhof, beim Maler, beim Bäcker, sie. 90 Menschen arbeiten hier, aus 14 Nationen. Uns wird es gar nicht mehr geben, wenn wir nicht so viele Leute aus anderen Ländern beschäftigen würden. Wenn jemand ausfällt oder was, ist keiner dabei, der sagt, ich komme jetzt nicht, weil ich morgen frei habe, sondern den ruft man halt an und dann ist der. Dann steht der um eins auf der Matte. Aliou Diallo macht den Job, den viele hierzulande wegen der nächtlichen Arbeitszeiten gar nicht mehr machen wollen. Siehst du? Verstehst du? Und die Uni hilft. Ja, und dann würden die Löhne für diesen Job steigen. Wenn er das nicht unbedingt da ist. Also. Der macht den Job bestimmt, weil das sein absoluter Lieblingsjob ist, ja. Weil das die beste Arbeitszeit aller Zeiten ist. Das ist so, das ist schon wieder Coconut Island. Wirklich. So. Das ist, ich meine, wenn jetzt der eine mittelständische Betrieb da jetzt nicht aufgeben musste, dadurch, dass sie da jetzt Arbeitskräfte gewonnen haben, ja, meine Güte, was bedeutet das makroökonomisch? Ihr müsst das immer auf der großen Ebene denken. Auf der großen Ebene bedeutet das, dass die Löhne sinken, wenn du ganz viele Arbeitskräfte dazu hast, die bereit sind, schlechtere Arbeitsbedingungen, niedrigere Löhne hinzunehmen. Ja, weil warum nehmen die das hin? Weil die sich in einer Zwangslage befinden. Ja, ja. Der muss ja auch durchkommen. Das heißt, dann macht er halt Sachen, die, ja, für die sich die hiesige Bevölkerung zu fein ist. Aber das ist auch nur, weil er sich in einer Zwangslage befindet. Das ist. Hildesheim hat eine Umfrage gemacht. 60% der Kommunen haben dort gesagt, wir schaffen das. Die Realität, an der ich mich als Politiker orientiere, ist die Stimmung in der Bevölkerung. Sie wollen doch nicht ernsthaft behaupten, wir hätten kein Problem. Das tue ich ja gar nicht, aber ich sage, es ist lösbar. Ja, und zwar mit Abschiebungen. Warum denn nicht mit Geld für Kita-Plätze, für Sozialwohnungen und Schulen? Die Leute wählen mich doch nicht wegen Geld für Kita-Plätze, Sozialwohnungen oder Schulen. Und die Leute sollen mich wählen, schließlich muss ich Kanzler werden. Friedrich, ich kenne sämtliche Paralleluniversen und in keinem einzigen davon bist du Kanzler. Es sei denn, du gehst jetzt da runter und du forderst mehr Geld für Kita-Plätze, Sozialwohnungen und Schulen. Ich fordere weniger Flüchtlinge, das ist einfacher. Verstehen Sie? Es sind einfach zu viele. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Okay, Tafelnummer. Nein, nicht die andere. Die andere, wo wir den Leuten immer Dinge erklären. Ja, so, hier, da, hier, das seid ihr. 85 Millionen. Wo wir schon bei dem Thema sind, Friedrich Merz war sogar einer der Politiker, die eine noch frühere Wiedereinsetzung der Schuldenbremse gefordert hatten. Also der hat gefordert, dass die Schuldenbremse ab 2023 schon wieder greifen soll. Ja, er ist am Zahn der Zeit. Ja, und jetzt hat die CDU sogar die Bundesregierung verklagt und deswegen fehlen da jetzt noch zusätzliche 60 Milliarden aus dem Haushalt. Weil ja Geld, was vorher für den eigentlich in den Klima- und Transformationsfonds sollte, weil das jetzt ja nicht mehr da reinkommen darf. Also das ist so ein Haushaltstrick der Regierung, da hat die CDU dagegen geklagt. Und da fordert man jetzt, diese 60 Milliarden einfach einzusparen. Und Einwohner, 5 Millionen Menschen sind zu euch gekommen wegen Flucht, Vertreibung oder weil sie Schutz bei euch suchen. Was? Aber ich habe immer gehört, 3 Millionen, das ist ja noch besser für mich. Also ich meine, schlechter für alle. Da sind doch sicherlich haufenweise Leute dabei, die gar kein Recht haben, hier zu bleiben. Verstehen Sie? Und deswegen, die Zahlen müssen runter. Zunächst mal sind das keine Zahlen, sondern das sind Menschen. Ja, und Sie stellen die Menschen hier als Punkte dar. Ist das besser, ja? Okay, technisch. Aber also jeder einzelne Punkt steht für 10.000 Menschen. Ich kann ja schlecht 5 Millionen Menschen hier ins Studio holen. Sie geben also zu, wir haben zu wenig Platz. Und wenn die erstmal alle weg sind, dann wird alles wieder gut. Oh, probieren wir es doch mal, hä? Friedrich, komm, schieben wir ab. Welche Gruppe soll es denn ein? Was willst du? Na ja gut, dann fangen wir doch gleich mit der großen weißen Gruppe da an. Was sind denn das? Ja, das sind Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, raus damit, weg damit. Ja, wird sich nur mancher wundern, dass sie plötzlich seine deutsche Oma abgeschoben haben. Was? Halt. Na, die Omas dürfen bleiben. Das sind ja Deutsche, die nach Deutschland geflüchtet sind. Besser geht's ja gar nicht.
vorgeben und die sind ja im Schnitt 82, die nehme ich euch eh bald ab. Ja, wie bitte was? Na gut, also dann nehme ich eben, dann nehmen wir da den blauen Kreis da. Okay. Was ist das? Ja, weg damit. Sehr ja. gut, sehr gut. Oh, sorry, oh, sorry, habe ich vergessen. Geht gar nicht. Es sind 500.000 Bürgerkriegsflüchtlinge, vor allem aus dem Ex-Jugoslawien, das, die haben leider schon ein Bleiberecht. Ja gut, dann nehmen wir eben den nächsten Block, nehmen wir den gelben Kreis. Was sind das? Den gelben Kreis. Ja, Paula, gib mal nach unten bei der CDU-Vorsitzender, schickt 100.000 von Ukrainerinnen zurück in den Krieg. Ja, aber im Westen der Ukraine ist doch eigentlich gar... Paula, das tut er nicht. Ja gut, dann nehmen wir eben den orangenen Kreis da. Okay. Paula, gib mal nach unten bei der CDU-Vorsitzender, schickt 1 Million Syrer zurück in Assads Diktatur. Was? Ja, ist denn da überall Diktatur? Paula, da... Nein, nicht überall. Ein Teil kontrollieren die Kurden, ein Teil ist von der Türkei besetzt, ein anderer Teil ist von Israel besetzt. Also von Israel, der Teil, das sind die Golanhöhen, die sind schon seit 1967 besetzt. Dann ist noch ein Teil von US-Truppen besetzt und ein Teil von islamistischen Milizen, über die die Türkei schützend ihre Hand hält. Also möchtest du sagen, dass Syrien kein sicheres Zufluchtsland ist oder Aufenthaltsland? Ich möchte sagen, dass das extrem fragmentiert ist. Der Großteil von Syrien wird tatsächlich wieder von Assad kontrolliert und das sind vielleicht zusammen mit den kurdischen Gebieten die Gebiete in Syrien, wo man noch am ehesten in Sicherheit wäre. Also verglichen mit den Gebieten, wo dauernd Kämpfe toben. Also beispielsweise bei den US-Truppen. Die US-Truppen werden dauernd von den dort lokal lebenden arabischen Stämmen angegriffen. Und ja, sie fliegen auch ihrerseits Angriff, ja natürlich auch wieder zurück Angriffe. Das heißt, da herrscht noch Krieg. Oder im Nordwesten von Syrien, um Idlib, da wo islamistische Milizen an der Macht sind, da toben auch noch Kämpfe. Und zwar versucht das Assad-Regime ja diesen Teil von Syrien zumindest noch zurückzuerobern. Aber die Zeitungen, die sagen das halt nicht so oft, ne? Die Tagesschau berichtet da auch nicht so viel, also hat man das halt nicht mehr auf dem Schirm. Wie gesagt, der Großteil von Syrien ist befriedet, weil Assad den Bürgerkrieg halt gewonnen hat. Und da gibt es jetzt, was den Wiederaufbau betrifft, ein riesiges Problem, das sind die westlichen Wirtschaftssanktionen. Diese Sanktionen verhindern, dass Syrien ja seine Wirtschaft wieder aufbauen kann. Also sie verhindern wirklich den Transport von Rohstoffen nach Syrien. Sie sorgen dafür, dass ein syrisches Finanzsystem nicht aufgebaut werden kann. Also diese Sanktionen halten Syrien wirklich am Boden und das ist auch das Ziel davon. Also wenn diese Sanktion aufheben würde, dann würde bestimmt ein, ja, zumindest ein relevanter Anteil dieser Flüchtlinge... Aber Assad ist doch böse! Dann würde zumindest ein relevanter Anteil dieser Flüchtlinge freiwillig nach Syrien zurückkehren. Ich meine, die sind ja in den, also okay, jetzt hier in Europa weiß ich nicht, aber in den Nachbarländern von Syrien. Im Libanon oder in der Türkei, da sind die ja jetzt, ja, je nach Region, je nach Land, auch nicht unbedingt willkommen. Ich meine, Syrien war ja vor Beginn des Bürgerkrieges kein armes Land. Es war ja schon eines der wohlhabendsten Länder in der Region, auch eines, wo du noch am ehesten beispielsweise Religionsfreiheit hattest. Also, ja, deswegen wäre es vielleicht, wenn man wollte, dass diese Flüchtlinge zurückkehren, gut, diese Sanktionen endlich komplett aufzuheben. Sag mal, Sturmhaube, der schreibt hier gerade schon wieder in den Chat. Was sagst du denn zur Aufhebung der Sanktionen in Syrien? Oh. Warum forderst du das denn nicht? Warum forderst du mir gleich alle ab? Ist das die Sturmhaube? Ah, Sturmhaube, ja, dann ist es der Sturmhaube. Ah. Ja, und er sagt das, was man erwartet. Ja gut, dann nehmen wir eben jetzt denn den schwarzen Kreis. Wer ist das? Sie meinen Irak und Iran. Paula, lassen Sie es gut sein. Okay, also Irak, das ist ja auch noch durch den Krieg verwüstet, aber im Iran herrscht ja eigentlich Frieden. Ja, du hast halt die Aufstände und so. Ja, und du hast eine Regierung, die rechtsstaatliche Standards nicht sonderlich hochhält, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also könnte es sein, dass du aus dem Iran vor allem sehr viele politische Flüchtlinge hast, also die du auch nicht abschieben darfst, weil die halt wirklich Asylrecht haben. Ist das nicht, also wie ist das eigentlich, wenn du jetzt sagst, weil wenn du dich jetzt nicht an die Vorgaben dieser Sittenpolizei hältst, dann ist ja Leib und Leben bedroht. Das heißt, könnte man sagen, hey, ich will das nicht machen, hätte man dann schon einen Fluchtgrund? Also man sagt, ich möchte mich diesen Regeln nicht unterordnen?
Oder sagen wir da, oder ist dann die Position von Deutschland oder so, dass man sagt, naja, aber wenn bei euch halt diese Bekleidungspflicht herrscht, dann habt ihr euch gefälligst daran zu halten, ja? Das ist nicht unser Problem. Du bist halt da geboren. Zieh dir halt dein Kopftuch an und so. Ja, das Kopftuch ist ja nur ein Symbol. Das ist ja, ja, aber die, das korrekte Tragen vom Kopftuch und so, da wird ja darauf geachtet. Also das ist ja... ja, genau. Und wenn du es nicht korrekt trägst, beziehungsweise gar nicht trägst, dann ja, ist das ein Ausdruck vom Protest, vom politischen. Also das ist ein Symbol. Daran hängt sich das nur auf. Ja, aber du gefährdest damit dein Leben, wenn dich... Ja, deswegen haben die Leute ja auch Asyl, hier, wenn sie hierher fliehen, sag ich ja. Ja, das war ja meine Frage, also ob du dadurch einen Asylgrund erhältst. Ja, weil du sagst, natürlich. Ich möchte kein Kopftuch tragen in meiner Heimat, ja, muss das aber. Und um kopftuchfrei leben zu können, fliehe ich zu euch quasi. Da wäre noch die Frage, warum so viele Iraner hier nach Europa geflohen sind. Also es gäbe ja Länder, die durchaus näher dran sind. Die Türkei, der Irak, Syrien. Okay, Afghanistan würde ich jetzt, da war die letzten Jahrzehnte immer Krieg, also, aber wie gesagt, in der Richtung gibt es ja noch eine Menge Länder, die, ja okay, Syrien ist jetzt, war jetzt auch die letzten 10 Jahre Krieg, aber beispielsweise die Türkei, also die ist ja deutlich näher dran. Was ist mit den Lilanen da? Wer ist denn das? Das sind 400.000 Afghanen. Ja gut, der Krieg ist ja da vorbei, ich meine, was kann denn da jetzt... Taliban... Gut, irgendwas ist ja immer. Die Taliban. Ja, und die westlichen Wirtschaftssanktionen. Ich frage mich, warum sie die sowohl bei Syrien als auch in Afghanistan nicht erwähnen. Also auch Afghanistans Wiederaufbau wird durch Sanktionen verhindert. Also da drohte sogar eine große Hungersnot. Also das war eine einzige Katastrophe. Und ich habe jüngstens gelesen, ein Taliban-Sprecher hat jüngstens erklärt, dass die ganzen Afghanen, die geflohen sind, dass die wieder zurückkommen sollen und beim Wiederaufbau des Landes mithelfen sollen. Also ich glaube, die Taliban würden die Afghanen sogar zurücknehmen, die hierher geflüchtet sind. Was umfassen eigentlich diese Sanktionen? Also welche Güter führen wir nicht aus? Sanktionen gegen das gesamte afghanische Bankensystem, das Finanzsystem, das ist zusammengebrochen. Ah, okay. Na gut. Plus der Diebstahl der afghanischen Devisenreserven. Das heißt, Afghanistan hatte, also allein die USA haben Afghanistan 7 Milliarden Dollar geklaut. Die eigentlich im Vermögen Afghanistans waren, die haben die USA dann kurz vor Machtergreifung der Taliban eingefroren und haben die dann für andere Zwecke verwendet. Mhm. Also das heißt, die Bedingung ist, Taliban weg und dann kriegt ihr das Geld wieder. Also, Sturmhaube, ich möchte dich jetzt nochmal fragen. Warum hatten wir vor 2011 hier so wenige syrische Flüchtlinge? Warum hatten wir hier vor 1979 so wenige afghanische Flüchtlinge? Kann es da einen Zusammenhang mit dem Krieg in diesen Ländern geben? Sprich nicht so allgemein von Elend auf der Welt. Also ich sehe den Chat gerade, aber ich sprich nicht so allgemein von Elend auf der Welt. Die größte Flüchtlingsgruppe, die wir hier aktuell haben, sind Syrer und dann Ukrainer, dann Afghanen. Also das sind die größten Flüchtlingsgruppen, die wir haben. Das ist nicht allgemein Elend, das sind ganz konkrete Kriege, die ganz konkret vom Westen entweder vom Zaun gebrochen oder immer weiter angeheizt worden. Sturmhaube hat auch eine Fluchtgeschichte. Die ihren Soldaten geholfen haben gegen die Taliban. Welche denn? Ich wusste auch immer mehr. Aus Intelligenzland geflohen. So, ich dachte, er musste aus anderen Twitch-Chats fliehen, weil er da immer gebannt wurde. Nein, nein. Die wollten ihm doch tatsächlich ein Hirn geben, aber. Gesagt, ohne mich. Ich bin raus hier. An zu kämpfen. Ihr habt versprochen, letztes Jahr 1000 Ortskräfte pro Monat nach Deutschland zu holen. Ja, und dazu stehen wir. Deutschland hat es bisher geschafft, in 12 Monaten 13 Leute zu holen. Gut, wir brauchen jetzt im Moment auch eher Fachkräfte und keine Ortskräfte. Die bleiben. Ja. Die Ortskräfte hätte man eigentlich schon 2021... Monate vor der Machtergreifung der Taliban rechtzeitig evakuieren können, dann hätte man noch klar unterscheiden können, wer ist Ortskraft, wer ist es nicht. Also jetzt, wo die Taliban da in der Macht sind und erst recht im Chaos der letzten Wochen, bevor sie da die Macht ergriffen haben, war das nicht mehr festzustellen, wer ist Ortskraft, wer ist es nicht. Also da hätte man das früh genug regeln können. Da gab es Anträge von Grünen und Linken im Bundestag. Die hat die Große Koalition unter Angela Merkel damals aber abgelehnt. Ja gut, aber wen darf ich denn dann überhaupt abschieben? Was ist denn da mit den Pinken zum Beispiel? Die kommen aus Ländern, in die man niemanden zurückschicken kann. Also so wie Sie das hier darstellen, könnte man meinen, die Leute hätten alle einen guten Grund zu fliehen. Ach was!
Deswegen gewährt ihr ja auch aktuell 70% der Menschen Asyl. Ach, und dann können wir also keinen einzigen. Was sind denn die roten Punkte? Was ist mit denen da? Eben, das sind jetzt 280.000 Ausreisepflichtige. Yes, ich wusste es. Alle weg. Hervorragend. Paula? 230.000 davon haben allerdings eine sogenannte Duldung. Was, wie? Nein, das dulde ich nicht. Das sind doch... Also merken wir uns mal die Zahlen. Ihr könnt das jetzt fact-checken im Chat gerne live, wenn ihr Lust dazu habt. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer wir gerade haben. Das ist mir hier nicht eingeblendet. Aber 280.000 Flüchtlinge, die ausreisepflichtig sind. 50.000 davon sind unmittelbar ausreisepflichtig. Beziehungsweise 50.000 davon haben keine Duldung. Wir können die Zahlen ja mal kurz überprüfen. Bestimmt alles Illegale, die hier ihre Identität verschleiern. Die haben vor allem deshalb eine Duldung, weil sie hier eine Ausbildung machen, arbeiten, krank sind oder schwanger. Denkt denn von denen eigentlich keiner daran, dass ich Kanzler werden muss? Und was ist mit diesen 5 roten Punkten da? Das sind Studierende aus dem Ausland. Oder? Ja, weg mit denen. Touristen aus Kanada, die... Abschieben mit aller Härte. Die haben ihr Visum vergessen zu verlängern. Die einzigen, die hier laut Bundesregierung tatsächlich abschieben dürfen, sind diese 21.000 dort. Ja, da sollte man... Also ich bin gespannt, was für Nachrichten das hier gäbe, wenn wir Touristen abschieben würden. Ja, vor allen Dingen, um die geht's ja auch, selbst so Leuten wie Sturmhaube nicht. Der möchte ja Kulturfremde entfernen und also nicht Kanadier etc. Von Schlomo haben wir ja letztens gelernt, dass alle 3,5 Millionen, die seit 2015 hierher gekommen sind, dass die weg müssen. Du hast es gerade gehört, 280.000 dürftest du tatsächlich abschieben. Wie gesagt, darunter dann beispielsweise Touristen aus Kanada. Der war jetzt ein besonders extremes Beispiel, aber sagen wir 280.000, dann haben wir immer noch 3 Millionen. Dann hast du noch ein paar hunderttausend, die auf Afghanistan kommen, wo die Taliban jetzt sagen, jo, die würden wir nehmen. Ob du die dann abschieben darfst, unter rechtsstaatlichen Standards, auch ungewiss. Also zumindest wahrscheinlich nicht, kann man sagen. Also ein Großteil, den darfst du laut rechtsstaatlichen Standards nicht abschieben. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, die eben die rechtsstaatlichen Standards, von denen du sprichst, da würden unsere rechten Freunde gerne ein wenig nachschärfen. Ja. Exakt. Das hat Schlomo auch gesagt. Ja, also wie er die 3 Millionen abschieben will, das hat er da, also die 3,5 Millionen abschieben will, das hat er leider nicht konkret gesagt. Ich hatte ihm auch eine Debatte über das Thema angeboten, aber... Düsi! Was? Eben kennst du nicht das rechte Meme, Düsi, der Abschiebeflieger? So. Ja, auf jeden Fall hatte ich ihm eine Debatte darüber angeboten, er ignoriert mich bisher. Oh nein. Vielleicht hat er es auf Twitter einfach nicht gesehen. Also ich habe das so öffentlich angetaggt und ja. Er hat Angst. Naja, auf jeden Fall wäre das so Fragen, die ich ihm stellen würde. Also wie willst du 3,5 Millionen Flüchtlinge loswerden, von denen sich der Großteil hier völlig legal aufhält? Du weißt, was dir passieren wird, oder? Was? Also er wird einfach einen seiner Rants zünden. Ja, die machen dies und jenes Verbrechen und so weiter und denken an die Opfer und so. Darum geht es nicht. Es geht darum, ob wir unseren Rechtsstaat. Was? Die Opfer sind dir egal? So ein Rechtsstaat ist schon was Schönes. Also. Ein rechter Staat, ja. Ja, so ein Staat, wo man seine Meinung frei sagen darf, wo man nicht vor der Polizei eines Nachts abgeholt werden kann. Also ohne Grund, das finde ich jetzt schon ganz in Ordnung. Das sollten wir schon beibehalten, meiner Meinung nach. Sagen, ich habe keinen Punkt, ich habe sogar 2. Und jetzt kommt ja noch das neue Abschiebegesetz dazu. ZDF lässt sich gerade Zeit. Ich liebe das. Okay, also hörst du mich gerade noch? Nö. Das Internet ist weg. Wunderbar.
So, bist du noch da?